Im Duisburger Rathaus sollte es am Sonntagmittag erste Antworten auf die Fragen zur Massenpanik am Samstag geben, bei der 19 Menschen ums Leben kamen. Der Oberbürgermeister, die Polizei, der Leiter des Krisenstabes, der Veranstalter der Love Parade, alle stellten sich den Fragen der Journalisten. Zu den Ursachen, da waren sich alle einig, gab es noch nicht viel zu sagen. Zu früh. Detlef von Schmeling von der Duisburger Polizei berichtete dafür über Erkenntnisse zum Hergang des Unglücks. Im Moment stellt sich die Lage so dar, dass keine Person im Tunnel zu Tode gekommen ist. Alle 16 vor Ort Verstorbenen sind auf der westlichen Seite der Zugangsrampe aufgefunden worden. Bisher seien von den 19 Todesopfern erst 16 identifiziert worden. Klar sei auch, so von Schmeling, dass unter den Toten 4 Ausländer sind, darunter ein Niederländer und ein Australier. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Erste Akten wurden auch schon eingesammelt, wie Duisburgs Oberbürgermeister Adolf Sauerland bestätigte. Wir haben heute Morgen den ermittelnden Behörden bereitwillig unsere Akten übergeben. Ich bitte um Verständnis, dass ich auch zum Schutze meiner Mitarbeiter zum Ereignis hier nicht mehr sagen kann. Der Organisator der Love Parade, Rainer Schaller, verteidigte das Sicherheitskonzept für die Veranstaltung. Und es gibt ein Sicherheitskonzept, das im Vorfeld weit mit der Polizei und mit der Stadt Duisburg und mit uns aufgestellt wurde und das eigentlich hier keine Bedenken gesehen hat. Dennoch erklärte Schaller, dass dieses Unglück das Ende für die Love Parade bedeute. Die Veranstaltung werde nicht mehr fortgesetzt. Die Katastrophe bei dem Technofest wurde nach Angaben der Behörden dadurch ausgelöst, dass Besucher versuchten, an dem einzigen Zugang zum Gelände am Ende eines Tunnels Absperrungen zu übersteigen und dabei abstürzten. Dadurch entstand eine Massenpanik in den Tunnel hinein.